Willkommen kurz vorm Ziel. Wie in dem Video mit den zweiten Zwischenbemerkungen bereits angekündigt, haben wir es jetzt mit vielen neuen Personen, Namen und Orten zu tun. Ich versuche sie möglichst so auszusprechen, wie es in der tahitianischen Sprache richtig ist. So ziemlich alle Südseesprachen haben die Regel, dass mit wenigen Ausnahmen niemals zwei Konsonanten nebeneinander stehen. Auch werden nebeneinander stehende Vokale nicht verbunden gesprochen. Also nicht wie im Deutschen zum Beispiel Au und Oi. Das wird dort immer einzeln gesprochen. So spricht sich die Hauptstadt Papeete auch nicht Papeete, sondern Papeete. Übrigens haben wir Deutschen einen großen Vorteil, wenn wir diese Sprachen sprechen oder lernen wollen. Wir können sie relativ akzentfrei sprechen, denn die Vokale werden exakt so wie im Deutschen ausgesprochen. Beachte bitte auch, dass diese Übersetzungen aus den originalen Schriftstücken des 18. Jahrhunderts stammen. Es gibt durchaus Unterstellungen und die Menschen wurden von den Protagonisten manchmal relativ respektlos beschrieben. Und es ist wichtig, dies zu bedenken. Nun aber los. Ein kleines Stück ist es noch bis Tahiti. Freitag, 24. Oktober 1788. 13 Uhr. Schönes Wetter und angenehmer Passat. Unter vollen Segeln. 19 Uhr. Großmaß und Brahm-Lee-Segel eingeholt. 22 Uhr. Ich gab den Befehl, nachdem 35 Meilen gesegelt wurden, Westkurs auf die Insel Maitea zu nehmen. Samstag, 25. Oktober, 8 Uhr. Um 7.30 Uhr Maitea, West-Südwest, in 10 oder 11 Leagues gesehen. Gerste und Suppe zum Frühstück serviert. Malzessenz für die Invaliden. Elixier Vitriol für alle Männer. Unter Deck gereinigt, die Tower angebunden und die Anker klar gemacht. 12 Uhr. Schönes Wetter und neblig mit sehr angenehmem Passat. Das Zentrum der Insel Maitea, Südwest zu Süd, ein Viertel West. 6 Meilen gemessene Entfernung. Temperatur 26 Grad, Kurs Nord 76 Grad West, Entfernung 151 Meilen. Bemerkungen. Die Winde von gestern und heute waren der erste beständige Passat, den wir getroffen haben, den ich ab der Breite von 19 Grad 30 Minuten Süd verorten kann. Die Insel Maitea, die von Captain Wallace, der sie zuerst sah, Osnaburg-Insel genannt wurde, wollte ich mir ansehen. Da sie auf dem Weg lag und da ich sehr zufriedene Beobachtungen gemacht hatte, um meine Längengrade zu bestimmen, konnte ich nicht annehmen, dass ich mehr als ein Viertelgrad falsch war und schloss daraus, dass ich sicherlich am Morgen auf sie treffen würde, was ich auch tat. Weil Captain Wallace und Captain Cook beide auf der Südseite daran vorbeigefahren waren, beschloss ich, auf die Nordseite zu gehen. Es ist eine hohe, runde Insel, wie von Captain Cook beschrieben. Und ich glaube, dass sie, wie er bemerkte, 3 Meilen im Umfang misst. Es gibt eine kleine Landzunge von der Südseite des Berges, an der die Einheimischen wohnen. Aber auf der Nordseite ist es von der Spitze bis zum Wasser so bemerkenswert steil, dass kaum etwas darauf wächst oder den Einwohnern Halt bietet. Ich steuerte ziemlich nah an der Nordseite des Ostendes vorbei. Ich sah 3 Häuser und etwa 20 Einheimische, die uns entlang der Küste folgten, winkten und große Stopfstücke zeigten. Aber da ich eine sehr hohe Brandung an der Küste sah und keine Aussicht auf Kommunikation mit ihnen hatte, musste ich sehr widerstrebend von ihnen ablassen. Ich sah eine große Anzahl von Kokosnussbäumen, aber keine Plantage. Es gab andere Bäume, aber es war unmöglich zu sagen, um welche Art es sich handelte. Vor dem Ostende gibt es 2 bemerkenswerte Felsen und auf einer Anhöhung ein sehr schönes Haus mitten unter vielen Kokosnussbäumen. Ein Riff schiebt sich etwa 1 oder 2 Meilen vor. Um sicherzustellen, dass ich morgen nach Matawai komme, konnte ich mir nicht vorstellen, länger als bis 10 Uhr hier zu bleiben, obwohl ich es mit Bedauern verließ, da die Einheimischen sehr darauf bedacht schienen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie schienen die gleichen Leute wie die Otaheiteaner zu sein. Auch der Stoff ist der gleiche, ebenso wie ihre Häuser. Bleibt noch zu erwähnen, dass die Insel, die Blei hier Maitea nennt, eigentlich Mehetia heißt. Matawai ist die Ankerbucht zwischen Point Venus und einer etwas westlich gelegenen Landzunge im Norden von Tahiti. Auf dieser Landzunge gibt es einen Hügel, den sie One Tree Hill nannten,
Aber das wird später noch beschrieben und das gucken wir uns auch noch genauer an. Dort hat auch Captain Cook bei seinem ersten Besuch geankert. Übrigens ist Wai das Wort für Wasser und Mata kann Kopf, Gesicht oder Augen heißen. Die Krankenliste heute, die gleiche wie zuvor, aber sehr viel besser. Der Arzt kam auch an Deck und war nüchtern, aber sehr schwach aufgrund der außergewöhnlichen Art und Weise, in der er sich in der vergangenen Woche verhalten hat. Seine paralytische Störung wurde innerhalb von 48 Stunden durch das Verbot von Alkohol vollständig geheilt. Hatte er doch nur etwas Wasser und Wein. Da ich Grund zu der Vermutung habe, dass die Otaheitianer seit Captain Cook von keinem Schiff besucht wurden, hoffe ich, dass sie Mittel finden konnten, zusammen mit ihrer natürlichen Lebensweise, die Geschlechtskrankheit zu beseitigen. Um dies zu beweisen und uns von irgendwelchen unbegründeten Annahmen freizumachen, dass wir die Beschwerden erneut einschleppen könnten, habe ich den Arzt angewiesen, jeden Mann und Offizier sehr genau zu untersuchen und mir sein Vorgehen zu melden. Dies wurde entsprechend getan und er berichtete, dass jede Person vollständig frei von der Geschlechtskrankheit ist. Samstag, 25. Oktober, 1 Uhr. Schönes Wetter und angenehmer Passat. Um 52 Minuten nach Mittag die Landmasse von Maitea, Süd an halb Ost, 3 Meilen. 16 Uhr. Maitea, Ost an halb Süd, 5 Leagues. 18 Uhr. Sahen den Südostteil von Otaheite, West, 3 Viertel Süd und Maitea, Ost an halb Süd, 8 Leagues. 20 Uhr. Um 19 Uhr der Nordteil von Otaheite genau West an halb Nord. 26. August, 0 Uhr. In Lee segeln und er ließ Anweisungen, so weit zu fahren, bis wir 25 Leagues von Maitea entfernt sind. 4 Uhr. Nach Norden ausgerichtet unter den Mars segeln. 6 Uhr. Segel gesetzt, Point Venus, Südwest zu West, 4 Leagues. 8 Uhr. Mata Wai angenähert, als variabler Wind und Windstille mich dazu zwangen, in 13 Faden im westlichen Teil von One Tree Hill, Süd zu Ost, einhalb Ost, in einer Meile und Point Venus, Nordost, einhalb Ost, zu ankern. 12 Uhr. Schönes Wetter und starke Passatwinde. Das Schiff konnte ich nicht bewegen. Unzählige Einheimische mit Schweinen, Brotfrüchten und Kokosnüssen. Früchte wurden den Leuten serviert, so viel sie essen konnten. Temperatur 28, 1 Drittel Grad. Bemerkungen. Kaum hatte ich das Riff von Point Venus umrundet, da wurde ich auch schon von einer großen Anzahl von Kanus besucht. Die erste Frage war, ob wir Tyos oder Freunde sind und ob wir aus Britannien kommen, was Britain oder Britannien bedeutet. Oder Rima, was Lima ist. Kaum hatte ich sie in dieser Hinsicht befriedigt, da drängten sie sich, trotz meiner Bemühungen, das Gegenteil zu bewirken, in großer Zahl an Bord, und innerhalb von 10 Minuten konnte ich kaum noch meine eigenen Leute finden. Als ich dachte, dass ich ganz sicher in die Bucht hineinkommen würde, wurde es plötzlich ganz windstill und ich musste in 13 Faden vor One Tree Hill ankern. Mehrere große Kanus kamen herbei und mehrere untergeordnete Häuptlinge, denen ich freundliche und großzügige Geschenke machte. Und von 2 Chefs jeweils ein Schwein und etwas Brotfrucht und Kokosnüsse erhielt.
Kokosnüsse waren unzählig, aber die Brotfrucht war kaum vorhanden. Ich fragte nach Otoo, aber ich konnte keine befriedigenden Auskünfte über ihn erhalten. Aber was ich verstehen konnte, war, dass er nicht zu Hause war und in 3 oder 4 Tagen hier sein würde. Otoo oder Tu war der Name des Häuptlings von Matawai, als Bligh mit Captain Cook nach Tahiti gekommen war. Seine tatsächlichen Namen waren Tu, Teina und Mate. Und er war oder wurde zum ersten König von Tahiti, Pomare dem Ersten. Er war ein großer Mann, über 6 Fuß, also 1,83 Meter groß, und wog etwa 300 Pfund, 136 Kilo. Die Meuterer, die auf Tahiti geblieben waren, spielten eine entscheidende Rolle bei seinem Aufstieg zur Macht. Ich benutze nun statt Häuptling meist das Wort Chef, denn die Hierarchie sah wohl so aus, dass es unter Otoo viele untergeordnete Chiefs, also Häuptlinge, gab. Und das kann man sich gleich so vorstellen wie einen Oberbürgermeister und vielen Ortsbürgermeistern. Nach Captain Cook wurde als erste Person nachgefragt. Und sie sagten, dass ein Schiff hier gewesen sei, das ihnen erzählt habe, dass er tot sei. Dass das ein Schiff sei, das einigen Angaben zufolge vor 4 Monaten und nach anderen Angaben vor nur 3 Monaten gesegelt und 1 Monat hier geblieben sei. Und dass sie den Kapitän Tonar nannten. Sir Joseph Banks, Dr. Solander und mehrere andere, die mit der Endeavour hier waren, sowie insbesondere Mr. Williamson und der Sergeant der Marine in der letzten Reise wurden nachgefragt. Mr. Nelson erzählte ihnen, dass ich der Sohn von Captain Cook sei, zu dem ich angeordnet hatte, dass niemand dessen Tod erwähnen sollte. Und es schien ihnen sehr zu gefallen. Omai und der älteste neuseeländische Junge seien tot. Und als ich nachfragte, ob es durch Kriege war, sagten alle nein. Sondern sie seien an Epai no Etua gestorben und der andere an Epai no Tete. Die, sie sagten, seien auch ein Gott, was beweist, dass ihre sterblichen Krankheiten in verschiedene Götter eingeteilt werden. Alle Einheimischen verhielten sich sehr ehrlich und freuten sich sehr, uns zu sehen. Epai könnte Krankheit heißen, denn No heißt für oder von. Also Epai no Etua, die Krankheit des Etua oder so. Damit endet nun dieser Abschnitt der Reise mit unserer Ankunft auf, in oder bei Tahiti. Ganz wie ihr es bezeichnen mögt. Der lange Aufenthalt auf Tahiti wird uns nun in der nächsten Zeit reichlich beschäftigen. Bleibt gespannt!